So, weiter geht's. Neue Folge mit Shadow of the Tomb Raider. Wie sind wir beim Flugzeug gelandet? Was ich eben gerade schon aussprechen wollte im Livestream, mache ich jetzt. Denn immer noch mal gucken, ob wir was Geiles machen können. Fähigkeitenpunkte haben wir wie viel? Einen Punkt. Das hier ist neu. Können schneller klettern. Aha. Das kostet alles ganz schön viel. Alles, das hell hervorgehoben ist, kann ich nehmen. Weiß nicht, ob ich das unbedingt brauche. Der Überlebensinstinkt ist ja sowieso eine Sache, die mich tierisch nervt in Spielen. Aber gut, machen wir erstmal weiter, denn. Ups. Ich wollte hier hinten nämlich dieses Dingsbums machen. Hier hinten. Überlebensversteck. Und die Krypta, die hier hinten ist. Das heißt, wir müssen da irgendwie nach links. Gibt es gleich wieder Belohnungen. Mit eingesammelt. Da geht sie nicht weiter. Das ist ja verrückt. Wie toll das Spiel wieder aussieht. Meine Güte. Stimmt, ich komme ja hier nicht mehr zurück. Aber hier. Au! Ich glaube, wir haben uns gerade die Beine gebrochen. Scheint jetzt auch nichts weiter zu sein. Wo geht's denn jetzt zur Krypta? Das muss hier irgendwo sein. Man muss ja wahrscheinlich von da drüben hin. Ja. Jawohl, ja. Toll, dass einfach aussieht, ne? Wie schön und hübsch das designt ist. Nicht die Kletteraxt.
Hier ruht Rawley Rimmel, ein Freund. 1925. Da steht noch mehr. Vorsicht vor den Fallen. Oh je. Yeah. Also hier gibt es böse Fallen. Hier war seit Jahren keiner mehr. Mögeri mag die erste Stimme sein, die wir in der jenseitigen Welt hören. Und mögen ihre Geschichten uns Trost spenden. Ganz schön abgefahren alles. Ah, da sind schon mal die ersten Fallen. Mann, das ist dann der Ausgang. Oh, ho, ho, ho. Großartig auch einfach Lara animiert ist, ne? Also Wahnsinn. Ja, ich bin leicht zu begeistern. Hier. Verlängerter Schädel. Dieser deformierte Schädel ist flacher und länger als gewöhnlich. Obwohl einige Leute darin den Beweis sehen, dass die Inka Kontakt mit Außerirdischen hatten, ist das Ganze vermutlich eher das Resultat einer Kopfbandagierung, einer menschlichen Deformierungspraxis, die älter ist als unsere Geschichtsschreibung. Das ist doch eine Anspielung auf Indiana Jones und den Kristallschädel, oder? Mal den einen Dingsbums noch finden. Er weist außerdem Spuren einer Trepanation auf, einer medizinischen Prozedur, bei der ein Loch in den Schädel gebohrt wird. Okay. Mal richtig eklig. Ich denke, da geht's raus. Gut. Und ich dachte, das wäre einfach. Das heißt, wir müssen da irgendwie hoch. Okay, schauen wir uns mal um. Irgendwie hochkommen.
Aber wie? Und ich hatte gedacht, dass ich mich da vielleicht ran oder hochklettern kann an den einzelnen Stämmen, aber macht sie nicht. Ist nur falsch gemacht. Hält sich da partout nicht fest. Oben irgendwie. Hier geht's raus. Ist das von Anfang an, ne? Ja. Da oben ist das. Es wird schon so sein, dass ich da oben irgendwie auf die andere Seite muss, aber wie? Vielleicht irgendwie noch einen anderen Gang oder eine Abzweigung, die ich nicht gesehen habe. Vielleicht ist ja hier jetzt was. Na, hier ist nur nichts. Interessant. Vielleicht muss man ja auch irgendwie von draußen darauf kommen, aber... Check ich es jetzt gerade nicht. Über die Falle. Ich glaube es aber ehrlich gesagt nicht. Das muss schon irgendwas innerhalb des Raumes da irgendwie zu tun haben. Naja, obwohl. Das sieht schon so aus, als könnte ich mich da oben festhalten. Oder? Das sind nur Vögel, die bringen mir aber nichts. Wenn wir ganz kurz nochmal AFK gehen, mit der Folge, irgendwas stimmt hier gerade nicht. So, jetzt sieht's besser aus. Na. Bin ich mal gekommen, das Fenster. So. Ja, dann wird das irgendwas drinne sein, was ich vergessen habe. Offenbar. Ich mag diesen Sichtmodus eigentlich nicht benutzen, aber...
Genau, und dann sind wir wieder hier. Irgendwo einen Gang, den ich aufbrechen kann, wenn ich gesehen habe. Das sieht verdächtig aus. Ah, hier ist auch die Markierung, habe ich nicht gesehen. Ach ja. Gut. Nicht gesehen, weil es auch ein bisschen dunkel ist gerade das Spiel. Was sind wir? Wahrscheinlich einmal außen rumlaufen, damit wir die Truhe da bekommen. Scheiße! Nein! Ah, verdammt! Das habe ich überhaupt nicht gesehen. Das ist echt gut mit der Lichtstimmung. Ich sehe das gerade ganz, ganz schlecht. Aber jetzt ist mal, wie es geht. Hätte vorher noch gesagt, Vorsicht vor Fallen am Anfang. Oder die Leiche, die letzten Überreste. Und ich dachte, das wäre einfach. Noch mal rennen. Ich kann noch mal die Steuerung durchgehen. Scheiße. Wie soll das gewesen sein, oder? Jetzt müsste ich den Sarkophag erreichen können. Scheiße, ich muss weiterklettern. Na, großartig. Ja. Okay, da geht's definitiv raus. Noch ein bisschen höher. Abendstern-Umhang. Dieser Umhang eigentlich getragen von Königin Abendstern. Outfit-Herstellung. Also einen Umhang bekommen. Da hinten geht's nochmal.
alte Ritterrüstung. Lösegeld für einen König. Der heidnische Herrscher flehte darum, dass sein Leben verschont werde. Er bot der spanischen Krone einen 3x6 Ellen großen Raum voller Gold und das Doppelte an Silber an. In ihrer unendlichen Güte nahm die Krone das Angebot an. Der Freikauf sollte binnen 2 Monaten erfolgen. Doch dem Götzendiener war nicht zu trauen. Als die verfluchten Pläne für einen Überraschungsangriff seines Generals ans Licht kamen, fiel Atahualpa auf die Knie und flehte um Gnade. Wie es das Recht eines jeden Mannes im Spanischen Reich war, sollte in einem ordentlichen Prozess über sein Schicksal entschieden werden. Er wurde für schuldig befunden und zum Tode verurteilt. Vor seiner Hinrichtung jedoch bekannte er sich zum Herrn und wird deshalb im Himmel willkommen sein. Auszug aus »Ein objektiver Bericht über Pizarro in Peru« von Ocho Archivis. Mhm. So kommen wir wieder runter. Nice. Ja gut, Krypta abgeschlossen. Dann können wir jetzt wieder die Hauptgeschichte weitermachen. Und ich würde mal sagen, ich mache mal an dieser Stelle einen Folgenstopp. Und dann geht es in der nächsten Folge weiter. Die Krypta haben wir ja bereinigt, haben neues Outfit bekommen. Krypten und Rätseleinlagen oder Gräber werde ich auf jeden Fall machen. Mal gucken. Das scheint sich auf jeden Fall zu lohnen. Und dann geht es in der nächsten Folge weiter.